Testländerspiel im Vorfeld der WM 2014. Das hat was. Das ist doch für Spieler und Trainer eine richtig gute Gelegenheit zur Standortbestimmung, oder Buschi? Absolut. Du willst dem Trainer natürlich zeigen, Coach, ich will rein in die Startelf und ich gehöre da auch hin. Und der Trainer, der fällt an Kleinigkeiten. Die Partie an. Es geht los. Er macht das einzig Richtige und geht entschlossen dazwischen. Kann er sich den Ball holen? Alderweireld. Wenn das mal nicht gefährlich wird. Das sind Situationen, die können teuer zu stehen kommen. Ballverlust im Aufbauspiel. Hazard. Schadli. Die Abwehr steht goldrichtig. Alex Witzel. Das frühe Stören, es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ballbesitz. Faisulin. Wie er dahin gegangen ist, wie er diese Situation bereinigt hat. De Bruyne. Alderweireld. Van Beuten.
klasse Doppelpass, ein Zungenschnalzer. Da sind die Mitspieler unzufrieden, keine gute Flanke. Oh, war das knapp. Das kann man jetzt in der Wiederholung deutlich erkennen. So, und spätestens jetzt ist der Gegner am Wach. Stellungsspiel, so kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Gute Übersicht, im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Freistoß für die belgische Mannschaft. Donnerwetter, schnell ausgeführter Freistoß. Die verstehen sich blendend. Wird er heute bringen, Frank? Und genau das ist seine Stärke. Nicht nur hinten abräumen, sondern viel mit nach vorne arbeiten. Schenko. Ja, das ist so ein Kleiner, wie man im Ruhrgebiet sagt. Der müsste eigentlich ein bisschen größer sein. Ja, ja. Also das ist einfach nicht zu machen für ihn. Also da kann er nicht drankommen. Da bräuchte er Körpermaße eines Basketballs. Liebe, das ist der Ball. Dembele. Alderweireld. Und er gibt abseits. Er gibt abseits. Ich weiß nicht, ob das nicht noch gleiche Höhe war. Ignacevic. Klasse gemacht, wie sie sich den Ball hier hin und her spielen. Faisulin. Alex Witzel, dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Eschenko. Er ist einfach zu früh gestartet. Also für den war diese Flanke wirklich nicht gestartet. Faisulin.
immer mit Augen gespielt. Alex Witzel, Alderweireld, Lukaku. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen, es steht 0:0 zur Pause. Und jetzt hoffen wir auf die Offensivspieler bei der Mannschaft. Die beiden sind sowas von ausgeglichen. Halbzeitresultat, wer hätte es anders erwartet, Bouchy, unentschieden. Ja, an dieser Stelle sagt man ja auch, sie neutralisieren sich. Also das läuft wirklich auf eine Punkteteilung hinaus.